Die 34-jährige Christina Flacke ist auf dem Weg zu ihrem Mann Carsten. Der Kölner arbeitet als Hausmeister in einer Fabrik und hat etwas Wichtiges zu Hause liegen lassen. Dass der immer seine Medikamente vergisst. Sie müssen mir unbedingt helfen. Was? Hallo? Sabine, die ist da drin. Da war, wie? Da ist ein Soldat, der hat uns angegriffen. Ich bin weggelaufen und dann habe ich sie verloren. Sie müssen sich das unbedingt angucken. Ein Soldat? Das ist kein Soldat, das ist mein Mann. Eigentlich ist ja mein Mann Hausmeister hier bei der Firma. Und dann zeigt das Mädchen mir dieses Video und dann ist das mein Mann in Tarnuniform. Ich hab die Welt gar nicht mehr verstanden. Der hat uns gedroht, dass er uns was anguckt. Gedroht? Mein Mann? Sofort weggehen. Und was ist mit Ihrer Freundin? Wo ist die jetzt? Die ist weg. Ich muss unbedingt. Sie müssen mir helfen. Und dann sagt das Mädchen, dass mein Mann denen dann auch noch Gewalt angedroht hat. Das passt doch alles gar nicht zusammen. Ich musste dann die Polizei anrufen. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Polizei und Rettungsdienst müssen eine verschwundene 17-Jährige finden. Die beiden Freundinnen wurden auf der Flucht vor einem uniformierten Mann getrennt. Und auch nach diesem suchen die Spezialisten. Denn Christinas Mann braucht dringend seine Medikamente. Unklar ist, wieso Carsten die Mädchen bedroht hat und wo Sabine jetzt steckt. Das ist definitiv mein Mann, aber mein Mann arbeitet hier als Hausmeister. Okay, und zurück zu den Medikamenten, das wäre für uns noch wichtig. Braucht er die ganz dringend oder worum ja, geht's ja, da? Ja, das ist Macromar, der hat einen Stent vom halben Jahr und die hat er wohl gestern schon nicht genommen. Ja. Und dann hat er mich angerufen, dass ich dem bringen soll, aber ich erreiche ihn jetzt nicht und deswegen... Gut, habt ihr ja mit, trotz allem würden wir uns... Dieses Mädel auf einmal. Ja, der hat seit ein paar Tagen das Macromar schon nicht genommen. Er meinte seit gestern nicht mehr. Okay, gut. Die Melderin hat uns darüber aufgeklärt, dass ihr Mann aufgrund eines Stent-Einsatzes einen Blutverdünner nehmen muss. Das ist schon relativ kritisch, denn wenn man den mehrere Tage nicht nimmt, kann es halt dazu kommen, dass dieser Stent seine Funktion nicht mehr erfüllen kann, quasi neu verstopft und dann auch zu einem Herzinfarkt führt. Die Polizisten setzen für die Suche nach Christinas Mann und dem Mädchen einen Rettungshund ein. Da es von der verschwundenen Sabine Richards kein Kleidungsstück vor Ort gibt, sollen zunächst Carstens Sportschuhe die Fährte liefern. Die Spezialisten hoffen, so beide zu finden. Wir gucken jetzt erstmal, dass der Hund den Herrn findet. Ja, genau, der Pepe kann mal riechen hier. Ja, klar. Die suchen wir natürlich im Umgang mit dem Mann natürlich auch. Wir durchsuchen das ganze Gelände hier und da stoßen wir sicherlich auf ihre Freunde. Okay. Haben Sie versucht mal anzurufen eventuell? Nein, noch nicht. Okay, das wäre vielleicht nicht schlecht, rufen Sie mal an, vielleicht geht's ja ran. Für uns war es wichtig, zeitnah das junge Mädchen aufzufinden, da hier eventuell doch eine Bedrohungslage von dem Mann mit der Uniform ausgehen konnte. Der Hund führt die Einsatzkräfte zu dem verlassenen Fabrikgebäude nahe Carstens Arbeitsstelle. Christina glaubt nicht, dass ihr friedliebender Ehemann plötzlich gewalttätig geworden sein soll und jetzt eine 17-Jährige gefangen hält. Sie geht von einem Missverständnis aus. So, Frau Richards! Carsten, bist du da? Irgendwo? Frau Richards! Die Suche in den dunklen, engen Gängen des baufälligen Gebäudes gestaltet sich selbst für die erfahrenen Spezialisten als riskant und schwierig. Noch immer gibt es weder von der 17-jährigen Sabine Richards noch von Carsten ein Lebenszeichen. Ich würde vorschlagen, probieren Sie doch bitte noch mal Ihre Freundin anzurufen. Vielleicht geht sie ans Telefon. Ja. Es wählt. Hört ihr irgendwas? Von hier vorne, oder? Ja, Moment, dann gehe ich mal vor. Gehst du vor? Ja. Da ist irgendwas. Ganz leise. Frau Richards! Hier, die Polizei ist hier. Kommen Sie raus. Alles gut. Die Polizei ist jetzt hier. Keine Angst haben. Sie müssen gar keine Angst haben. Kommen Sie raus, bitte. Hier ist ein bisschen dunkel. Alles gut. Schauen Sie mal, hier. Kommen Sie gerade raus. Wir gehen mal ein bisschen mehr Platz. Genau, richtig, ja. Sie ist sehr verängstigt. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Sehr behutsam. Glücklicherweise haben wir die junge Frau recht schnell aufgefunden. War auch nicht verletzt, sondern nur sichtlich geschockt und ein bisschen blass im Gesicht. Was uns aber wieder zur Frage führt, wo war der Ehemann? Was haben Sie? Warte. Ein Mensch! Er hat sie getötet! Was? Getötet? Hat sie getötet! Wer? Getötet? Getötet? Ja. Ganz ruhig. Wer ist getötet worden? Er ist hinterhergelaufen. Frau Richards, ganz langsam, wir müssen es verstehen. Ganz ruhig, ja.
Schauen Sie mich mal an. Hallo. Hallo, wir sind vom Rettungsdienst. Wir helfen Ihnen jetzt, ja? Sagen Sie mal, was ist passiert? Ganz ruhig. Wer ist getötet? Wer ist hier hinterhergelaufen? Ein Mann. Ein Mann? Ja. Und da war noch ein anderer Mann? Also zwei Männer. Zwei Männer. Okay. Hatte. Der eine ist tot. Warum? Ist tot? Wie kommt sie darauf? Ich weiß nicht, der lag da einfach nur rum. Wie sehen die aus? Sehen die. Sind das Bauarbeiter? Sind das. Keine Ahnung, das sind irgendwelche Psychos. Die haben irgendwelche Militäranzüge an. Ich weiß es nicht. Die Situation spitzte sich jedoch recht schnell zu, da das junge Mädchen eine Aussage getroffen hat, dass es hier wohl noch eine Leiche gäbe. Von daher mussten wir so schnell wie möglich handeln und das Gebäude hier so schnell wie möglich durchsuchen. Deshalb sind wir Polizeibeamte auch vorgegangen und haben die Sunnis ein bisschen zurückgelassen, weil wer weiß, was hier passieren konnte. Die Spezialisten nehmen die Aussage des Mädchens sehr ernst. Nun gilt es herauszufinden, ob sich neben Carsten wirklich ein zweiter Mann im Gebäude aufhält. Und ob es hier womöglich zu einer schrecklichen Tragödie gekommen ist. Er hat eine Spur. Ja, okay, Hadi, passt gut auf. Wie gesagt, wenn es hier noch eine verletzte oder sogar eine getötete Person gibt. Ja, alles klar, der Hadi hat hier eine Spur. Ja, okay, lass mich mal kurz vorgehen. Okay. Hallo, die Polizei ist hier. Ich höre hier unten irgendwas. Hadi, sind die Sunnis noch da? Hier. Ja, schön. Wir haben da unten eine verletzte Person, der zeigt aber runter. Es kann möglich sein, dass wir vielleicht von unten irgendwie drankommen. Was heißt unten? Ja, hier. Aber er lebt auf jeden Fall noch. Ah, ja, er ist hier runter. Ja, und er zeigt nach vorne. Ja. So. Kann man da unten irgendwie rein? Hallo? Er sagt, glaube ich, Tür hat er, glaube ich, gesagt. Ja, lass uns mal raus. Okay, ja. Ja. Der Mann im Schacht scheint schwer verletzt zu sein und bewegt sich kaum. Fraglich ist, ob das Mädchen ihn deshalb für tot gehalten hat. Möglich ist allerdings auch, dass eine andere Person in diesem Gebäude zu Tode gekommen ist. Bei Christina liegen die Nerven blank. Oh mein Gott. Ist da was? Da ist er runtergeknallt. Hallo? Können Sie mich hören? Hallo? Kommen Sie einmal runter? Ja. Wenn das Ihr Mann ist, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Reitchen, Stab ist ja mal tot, ne? Hast du gesehen? Ja, ich würde ihm jetzt sicherheitshalber Sniffing. Jetzt noch mal für mich, wo sind Sie denn runtergefallen? Von oben? Nein, sind Sie nicht. Leiter. Von der Leiter. Von der Leiter hier wahrscheinlich. Okay. Ja. Carsten? Gut, das ist schon mal deutlich besser als von da oben runter. So. Aber das ist gar nicht Carsten. Sondern wer ist das? Das ist mein Schwager. Ihr Schwager ist das? Andreas. Christina. Andreas, was machst du hier? Christina. Ganz ruhig. Was machst du hier? Gefallen. Wo ist denn Carsten? Er ist hier gestürzt. Einmal den Kopf. Lassen Sie mal kurz zur Luft kommen. Wir machen die Sachen, wenn die fertig sind, dann befragen wir nochmal genauer. Okay. Wo ist Carsten? Carsten ist wo? Hinten, glaube ich, hat er gesagt. Hinten? Ja, da muss das sein. Ihr braucht mich jetzt aktuell hier nicht. Ich werde mal gucken, ob ich ihn finde. Alles gut. Glücklicherweise hat sich recht schnell dargestellt, dass die Person nicht von der ganz hohen Empore runtergefallen ist, sondern lediglich von der Leiter. Von daher waren die Verletzungen nicht ganz so akut. Trotz allem haben wir uns gefragt, wo ist der Ehemann? Diese Frage stellt sich auch Christina. Sie kann sich nicht erklären, warum sich Carsten mit seinem Bruder Andreas in Tarnkleidung in dem verlassenen Gebäude herumtreibt und sogar zwei Mädchen bedroht. Die 34-Jährige folgt den Spezialisten mit sicherem Abstand. Hallo, die Polizei! Nee, jetzt auch nicht. Carsten! Lassen Sie noch mal zurückgehen, hier ist nichts. Okay. Ich vor. Simon? Simon? Ja? Pass auf, wir bringen ihn schon mal raus. Wir haben noch ein RTW nachgefordert. Okay. Falls wir den anderen haben, dass wir wieder frei sind. Ja? Sehr gut. Nur, wir haben jetzt nichts gefunden. Wir schauen uns mal hinten noch ein bisschen weiter verfügbar aus. Okay, wenn was ist, meldet euch. Machen wir, ja. Wollt ihr vorgehen? Ja, wir am besten. Die beiden Polizeibeamten haben mittlerweile beinahe das gesamte Gebäude durchkämmt, ohne weitere Hinweise auf den Vermissten. Christina bangt noch immer um Carstens Leben, denn er benötigt dringend Medikamente für sein Herz. Da liegt jemand! Was? Sunnis! Wo? Oh Gott!
Das ist Carsten! Carsten! Hallo, sind Sie ansprechbar? Carsten! Hallo, die Polizei ist hier. Hallo. Schatz! Wir brauchen irgendwie die Sandys. Schatz, hallo! Was hast du für Uniform 9900. Was machst du hier? Ja. Ja, wir haben die Person jetzt hier im unteren Stockwerk gefunden. Ich bräuchte unbedingt die Sandys wieder. Aufgrund dessen, dass wir uns hier erhebliche Sorgen um die Gesundheit des Ehemannes gemacht haben, war es dringend notwendig, weitere Einsatzkräfte anzufordern. Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Was ist los mit Ihnen? Sie fassen sich so an die Brust, haben Sie Schmerzen? Junger Mann, hey, einmal wach werden bitte. Hallo? Was ist los? Haben Sie Schmerzen in der Brust? Ja. Okay, gut. Ja, am besten bräuchte ich den Kollegen hier. Ich hoffe, der kommt gleich runter. Schau mal schnell, wo er bleibt. Das wäre super. Als wir dann die vermisste Person letztlich aufgefunden haben, war es so, dass er tatsächlich einen Herzinfarkt aufgrund der fehlenden Medikamente erlitten hatte. Aber was die beiden da getrieben haben, war zu dem Zeitpunkt absolut nicht klar. Ganz für dich, dein Kollege, der ist gleich da. Ja, okay, super, ja. Danke. Hast du hier schon mal geschaut, was wir alles? Also ich habe hier nur irgendwelche Tarnnetze gesehen. Was ist denn das hier alles? Oh, guck mal. Kalaschnikow 14, Pumpgun sehe ich hier. Was haben wir hier? Medikamente. Was ist das denn alles? Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier Gasmasken, ich habe Schutzwesten. Es sieht hier wirklich so aus, wie sich auf den Dritten Weltkrieg vorbereiten. Ich habe hier Konservenbüchsen. Was ist denn hier drin? Noch Kalaschnikow, noch eine AK-416. Wahnsinn. Ich verstehe die Welt nicht. Hat ihr manchmal irgendwas angedeutet? Oder wissen Sie irgendwas mit irgendwelchen Waffenbestellungen oder sonst irgendwas? Nein, um Gottes Willen. Also, okay, ich weiß, ja, so ein bisschen systemkritisch, aber... Ja, ein bisschen ist gut. Ich würde sagen, wir klären den Rest mal oben. Wahnsinn. 99.100. Nachdem wir die zweite Person aufgefunden haben, haben wir im direkten Umfeld von ihm ein sehr großes Waffenarsenal gefunden, dazu noch Konservenbüchsen. Von da war für uns völlig undurchsichtig, ob es sich hier eventuell um kriminalistische Lage handelte oder vielleicht auch doch was ganz anderes der Grund sein konnte. Ganz kurz nur, hast du eben beim Untersuchen irgendeine Waffe vielleicht festgestellt bei ihm? Waffe? Nee, aber... Also war nichts. Okay, gut, nee, dann. Okay, das ist schon mal gut. Der liebste Kerl auf Erden, ich verstehe das alles nicht. Naja. Aber alles wird gut, Schatz. Ich bin auch da, okay? Die Ehefrau konnte es erst gar nicht wahrhaben, dass ihr Ehemann hier eventuell in einer Straftat verwickelt sein sollte. Aber oftmals ist es dann tatsächlich so, dass solche Menschen ein zweites Gesicht haben. Carsten hat seiner Frau offensichtlich einiges verheimlicht. Zumindest illegaler Waffenbesitz steht im Raum. Doch warum der Hausmeister und sein Bruder Vorräte verstecken und die Mädchen bedrohten, ist noch unklar. Die Gewehre deuten auf ein geplantes Kapitalverbrechen hin. Konnte er euch irgendwas noch sagen? Ist er ansprechbar oder ja, ist er... Nee, so weit noch gar nicht. So weit noch gar mal, nicht. Wir werden ihm jetzt noch ein bisschen Medikamente geben, weil er einen akuten Herzinfarkt zu haben scheint. Aber ja. So richtig sind wir da auch noch nicht weiter. Gut. Ich habe hier noch dem anderen Kollegen dieses Messer ab. Ja, nehme ich schon mal. Dankeschön, ja. Gut. Und dann kommen wir da. Noch einen Rucksack mit. Schau ich mir nach. Ja, super. Okay, dankeschön. Ja. Da der Ehemann noch immer nicht ansprechbar war im Krankenwagen, hatten wir große Hoffnung, dass vielleicht sein Bruder endlich mal mit der Wahrheit rausrückt. So, Herr Lorenz, jetzt zu Ihnen. Sie verstehen mich, Sie sind ansprechbar? Was habt ihr hier gemacht? Jetzt bitte, voll Flacke, ganz kurz. Nein, nein, den hätte ich mal gerne hier. So, jetzt. Ist ja nur... Bitte? Ja, es sind ja nur ein paar Konserven. Ein paar Konserven drin, ja. Ja, was haben Sie denn hier gemacht? Picknick meinem Bruder. Ihr Bruder, Sie und der Herr Kalaschnikow, oder? Wieso Kalaschnikow? Wir konnten uns nicht zusammenreimen, warum es hier so viele Waffen gab, so viele Konserven und alles Weitere, was man hier gebunkert hatte. Dabei handelt es sich definitiv um eine Straftat, was wir verfolgen müssen. Was habt ihr damit vor? Ja, aber nein, wir wollen doch niemandem schaden damit. Herr Lorenz, wird auf jeden Fall an anderer Stelle entschieden, was jetzt hier passiert. Ich kann Sie nur darauf aufmerksam machen, dass auf jeden Fall ein Strafverfahren auf Sie zukommt. Ja, aber wir wollten doch nur uns vorbereiten. Ja, was habt ihr denn jetzt gemacht? Ja, worauf vorbereiten? Es ist doch so viel los in der Welt, man weiß doch nicht, was passiert. Hier, Atomkraftwerke, demnächst haben wir ein zweites Fukushima hier. Seuchen, Krankheiten. Boah, jetzt fange ich auch noch mit diesem Thema an. Habe ich von Carsten schon genug Trump gehört. Hier oder so. Also ihr Mann, der stößt ins gleiche Horn. Also das ist, ja, immer mal wieder. Ich habe das einfach nur so für systemkritisch halt gehalten. Ne? Ja, man weiß doch nie, man muss sich doch vorbereiten. Auch für eure Sicherheit. Carsten ist schon systemkritisch und hat gesagt, immer mal so gesponnen, was wäre, wenn irgendwie so ein dritter Weltkrieg ausbrechen würde. Und Andreas hat das auch immer irgendwie so dann zugespitzt und so, aber mit den ganzen Waffen im Hintergrund und so, ich verstehe das nicht. Das ist doch Das kann jeden Tag passieren. Das ist doch verrückt alles.
Ja, jeden Tag passiert ist ein super Stichwort, weil heute ist es passiert. Wir müssen jetzt mit dem Herrn dringend ins Krankenhaus, ja, wegen der Herzinfarktsymptomatik. Gut. Vielleicht könnt ihr ihn noch 2 Minuten betreuen, bis die Kollegen da sind. Dass ja, wir machen jetzt wir gerne. Herr Lorenz, kommen Sie, stehen Sie mal bitte. Können Sie aufstehen? Ja. Wie geht das? Ja. Machst du hinten zu? Ja. Dann würde ich Sie bitten, setzen Sie sich mir bitte zur Seite. Der zweite RTW ist gleich da, der kümmert sich dann um Sie. Und Sie kommen bitte näher mitfahren, können Sie leider auf nicht. Auf gar keinen Fall, Frau Flacke. In aller Ruhe, ganz in Ruhe nachkommen. Ja? Das dauert eh jetzt 2 Stunden, bis Sie zu Ihrem Mann kommen. Die Frau Flacke braucht sicherlich noch ein bisschen länger, weil wir werden auf jeden Fall eine Hausdurchsuchung bei Ihnen zu Hause durchführen. Ich werde die Staatsanwaltschaft da informieren. Wer weiß, was wir da für Waffen auffinden. Natürlich gibt es Menschen, die zu Hause sehr viele Vorräte bunkern, aber das ist in keinster Weise zu vergleichen mit Personen, die hier Waffen und so weiter in irgendwelchen Bunkern sammeln und sich damit zur Wehr setzen wollen, falls irgendwo eine besondere Lage sich entwickelt. Bei der Hausdurchsuchung wurden keine weiteren Kampfgeräte gefunden. Die Waffen hatte Andreas gegen Carstens Willen illegal beschafft. Dennoch müssen sich beide Brüder vor Gericht verantworten. Sie wollten sich in der Fabrik auf den Ernstfall vorbereiten. Dabei wurden sie beinahe von den Mädchen entdeckt und Carsten verscheuchte sie zu ihrem eigenen Schutz. Der Hausmeister hat sich in einer Reha-Klinik von seinem Herzinfarkt erholt. Christina braucht noch Zeit, um ihrem Mann wieder zu vertrauen.